Im Herbst kommt mit dem neuen iPhone auch das neue iOS 16 raus. Welche neuen Features das Update mit sich bringt und wie du es jetzt schon installieren kannst, erfährst du hier im Video. Eine der größten Veränderungen ist der Lockscreen. Diesen kannst du jetzt zum ersten Mal frei selbst gestalten. Hältst du den Lockscreen kurz gedrückt, kommst du in ein Menü. Über das Plus kannst du einen neuen Lockscreen hinzufügen. Hier findest du jetzt viele neue Wallpaper, die nach Kategorien sortiert sind. Darunter findest du zum Beispiel Emoji-Wallpaper in verschiedenen Varianten oder auch Astronomie-Wallpaper. Aber auch Objekte auf dem Lockscreen lassen sich jetzt frei konfigurieren. So kannst du zum Beispiel der Uhr ein neues Aussehen verpassen und sogar eine eigene Farbe dafür auswählen. Klickst du auf das Feld darunter, kannst du jetzt auch Widgets zum Lockscreen hinzufügen. Hier kannst du dir unter anderem das Wetter, Kalendereinträge oder den Batteriezustand anzeigen lassen. In dem Menü werden alle deine konfigurierten Lockscreens abgespeichert und du kannst einfach dazwischen hin und her wechseln. Auch deine eigenen Fotos kannst du jetzt als Slideshow festlegen. Dabei kannst du auswählen, ob stündlich, täglich oder durch ein Tippen das Wallpaper gewechselt werden soll. Auch neu ist ein animierter Wetter-Lockscreen, der sich automatisch deinem Standort anpasst. Die Lockscreens lassen sich auch mit einem Fokus belegen und werden automatisch aktiviert, wenn der verknüpfte Fokus aktiv ist. Auch in der Fotomediathek sind neue Funktionen hinzugekommen. Unter dem Reiter Duplikate werden dir jetzt alle Fotos angezeigt, die du mehrfach in deiner Fotomediathek hast. Du kannst die Fotos entweder zusammenführen oder einfach löschen. So kannst du ganz einfach deine Mediathek aufräumen und Speicherplatz auf dem iPhone freimachen. Ausgeblendete und zuletzt gelöschte Fotos sind jetzt mit der Face ID oder der Touch ID gesperrt. So kannst du private Fotos jetzt auch im ausgeblendeten Ordner verstecken, die niemand sehen soll. Wenn du ein Foto besonders schön bearbeitet hast, kannst du nun unter Optionen diese Änderung kopieren und anschließend auch auf andere Fotos anwenden. Das iPhone erkennt jetzt auch Objekte auf einem Foto, die du durch ein kurzes Gedrückthalten einfach ausschneiden und dann in eine andere App importieren kannst. Diese Funktion ist aber erst ab dem iPhone XS verfügbar. Ziehst du ein Foto nach oben, erkennt dein iPhone das Objekt und zeigt dir mehr Informationen dazu an. Die Wetter-App wurde auch extrem erweitert. Man kann jetzt auf einzelne Kategorien klicken und bekommt dafür dann nochmal genauere Informationen angezeigt. So kannst du zum Beispiel für das ganze Jahr sehen, wann genau der Sonnenauf- bzw. Untergang ist. Klickst du auf einen bestimmten Tag, erhältst du detaillierte Informationen zu Wind, Niederschlag, Feuchtigkeit oder dem Luftdruck. Wenn du dich in der iMessage-App vertippt hast, kannst du jetzt durch ein kurzes Gedrückthalten die Nachricht nachträglich noch ändern. Außerdem ist es möglich, die Nachricht zu widerrufen und so komplett zu löschen. In der Mail-App kannst du jetzt festlegen, wann diese gesendet werden sollen. Halte dafür den Senden-Button kurz gedrückt. Hier kannst du jetzt eine Uhrzeit auswählen oder unter Später senden einen anderen Tag und eine eigene Uhrzeit auswählen. Ziehst du eine Mail nach rechts, kannst du dich daran erinnern lassen, auf diese Mail zu antworten. Auch die Karten-App wurde überarbeitet. Es ist jetzt endlich möglich, mehrere Ziele festzulegen, also quasi Zwischenstopps hinzuzufügen und die Reihenfolge zu ändern, in der du die Ziele ansteuern möchtest. Zudem wird es noch weitere optische Verbesserungen geben. Das sind die größten Veränderungen in iOS 16. Natürlich wird es noch viele weitere kleine Funktionen geben. Diese kannst du direkt auf der Apple-Seite sehen. Den Link dafür findest du unten in der Beschreibung. iOS 16 erscheint zwar erst im Herbst, wir zeigen dir jetzt aber, wie du es trotzdem bereits installieren kannst. Schreib uns aber mal vorher in die Kommentare, welche neue Funktion du von iOS 16 am besten findest. Um iOS 16 installieren zu können, brauchst du mindestens das iPhone 8. Checke zuerst auf der Apple-Seite, ob die Public Beta bereits veröffentlicht wurde. Wenn ja, kannst du iOS 16 dort über den offiziellen Weg installieren. Wenn die Public Beta noch nicht verfügbar ist, geht das nur über einen kleinen Umweg. Zudem solltest du vorher dringend ein Backup von deinen Daten machen, falls irgendetwas schief läuft. Gehe mit Safari auf die Seite betaprofiles.com. Scrolle runter zu iOS Beta Profile und klicke dann auf Install Profile. Bestätige jetzt mit Install Anyways. Dadurch wird ein Profil auf deinem iPhone hinzugefügt, das du zulassen musst. In den Einstellungen wird dir das Profil normalerweise direkt oben angezeigt. Wenn nicht, findest du es unter Allgemein und dann VPN und Geräteverwaltung. Wähle das Profil aus und klicke dann auf Installieren. Gebe deinen Code ein und bestätige die Installation nochmal. Anschließend muss dein iPhone neu gestartet werden.
Nach dem Neustart findest du in den Einstellungen unter Allgemein und Software Update die iOS 16 Beta Version. Danach kannst du sie ganz normal installieren. Lass ein Abo da, wenn du noch weitere spannende Videos zu iOS 16 und noch mehr iPhone Tricks sehen möchtest.